So, dann ja, schauen, wie die Story ist. Und alle Räuber nebenbei verprügeln. Aka den Räuber. Umso mehr Scherben, desto besser. Ja, Trottel. Eine Gentleman? Haha, kaum schon fast rüstet die Hände. Okay, das ist der gleiche Text. Stirb. Ah, okay, da waren auch ein paar Steine liegen. Mit der Foto. Ich find's einfach knuffig. Leute, ich bin der Stärkste. So kommt mir vor, aber ich sehe nie wirklich. Aha. Noch ein Eintrag. Okay, noch einmal werde ich es nicht machen. Dafür werde ich jetzt ein bisschen Zeit wasten. Okay, hier war ein Heal.
Scherbensuche lieber. Du bist zum falschen Zeiten am falschen Ort. Wenn du mir dein nächstes Morgen da gibst. Luna Bell! Weg mit dir! Ridley! Oder gleich Ridley. Sucker! Weg mit dir, du Mr. Mosquito. Du wirst von mir hören, die eisige Tundra gehört den Banditen. Das war ein Schuss in den Ofen. Guten Tag, Papa. Oh, ich war zu schnell. Ich habe vergessen, hier sind, gibt's ja auch andere Dialoge. Es tut mir leid, aber du musst zumindest 6 besiegen, um das Kopfgeld zu bekommen. Ich vermute, dass sich die meisten sich von hier aufhalten, aber du findest bestimmt auch woanders welche. Dankeschön. Dann nehme ich mal hier den oberen Weg. Ich weiß nicht mehr, wo es offiziell weitergehen. Oh! Schnecke. Schnecke, 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 Schnecke. Schnecke. Da ist die Schnecke. Jedes Pferd soll wenigstens eine Zeit zum Schein bekommen. Also Begleiter. Hey, du bist nicht von hier, oder? In letzter Zeit schleichen hier eine Menge Banditen herum und du wirkst sehr verdächtig auf mich. Oh, ich hätte auch fliehen können. YOLO. Und das Symbol hat sich selber bestätigt. Okay. Diese nervigen Matischen sind
Nicht so stark. Vielleicht bist du ja doch ein richtiger Gildentamer. Ich denke, du bist in Ordnung. Tut mir leid wegen der Jugend. Polenk! Das ist 27. Meins ist 22. Also könnte ich theoretisch... Ich weiß es schon mal. Habt ihr schon? Habt ihr auch schon? Ich? Hast du Angst vor dem verfluchten Turm? Na, aber ich gebe zu, dass ich stärker sein muss, wenn ich dorthin will. Du solltest auch stärker. Härter trainieren. Oh, betäubt. Du Dreckiger. So, jetzt gibt's Rache. Diese Attacke muss irgendeinen Effekt gehabt haben. Ansonsten wäre sie nicht so schwach gewesen. Okay, gut. Ich werde... Du bist definitiv stark genug, um den Turm zu erkunden. Aber trotzdem, du solltest vorsichtig sein. Nichts Besonderes. Nur die zwei eher... Unicorns Flagge. Heliwurm. Ich kann mich wirklich noch genau an den erinnern. Verdammt. Warte mal, Freundchen. Bist du nicht ein bisschen weit weg von der Stadt? Lass mich dir den Weg zurück zeigen. Für ein kleines Entgelt natürlich.
Ja. Mein Geld wird von deiner Tasche auskommen. Okay, sofort hier. Nicht damit irgendwelche Metzchen gemacht wird. Die Betäubung ist so und ich bin. Ohne Heal dann. Okay. Das letzte ist ein Schwächling. So schwach, damit ich leider. Ja. Wir sehen uns. Oh, ich hab's aus Versehen getötet. Schnapp! Gut, ich lass dich in Ruhe. Oh. Okay, hier die Ruhe. Ich überlege mir mal auf. Kann man da durch nur? Wohl, hi! Hier ist der Turm. Der sieht eigentlich noch recht gesund aus. Und anders. Oh. Das ist wirklich. Sorry. Ups. Was machst du, Anna? Was machst du an einem Ort wie diesem? Wir untersuchen hier einige gefährliche Aktivitäten. Darin solltest du nicht verwickelt werden. Vielleicht kannst du uns auch eines Tages helfen. Bis dahin, pass auf dich auf. Oh. Es gehört weiter zur Story. Aber viel weiter. Sonst wäre ich nicht einfach rausgekickt worden. Voltake. Hi. Ich habe gerade Volt gefunden. Ist das ein Baby?
Alter, diese Löcher. Nein. Meins. Dann glaube ich hier. Schicke Chateau. Ich weiß gerade nicht, ob das wirklich ein Exomon ist. Oder eine Anspielung auf den alten. Der Bombenmeister? Ja, er hat seinen Arbeitsplatz im Osten. Ich hoffe, die Sprengstoff in der Stadt aufzubauen gefiel den Leuten nicht. Sie liegt immerhin schon in Trümmern. Achso. Wenn du nicht zu beschäftigt bist, versuch ein paar Quests in der Stadt zu machen. Mit dem Mangel an Teilen gibt es bestimmt eine Menge Dinge, die erledigt werden müssen. Es gibt viele feindliche Nexomon und Banditen dort vorne. Pass auch als Gildenthema auf dich auf. Vorsicht jetzt, du wirst da draußen auf dich allein gestellt sein. Kauf dir Vorräte, solange du noch kannst. Mein Vorrat ist mein eigenes Nexomon. Das tankt und hielt einfach mal. Heiko. Und immer noch so viel hier. Aber gut, der eine Weg war Story, aber für Zukunft. Ich weiß nicht, ob ich jemals hier nach oben gekommen bin. Oder gegangen bin. Das weiß ich nicht. Theoretisch ja, aber auch den Pfad zu gehen. Ein Geist zu sein hat auch seinen Vorteil. Ich muss mich hier vor nichts fürchten. Ich bin unbesiegbar. Versuch es doch. Von Co wahrscheinlich. Die Weiterentwicklung, ich hab's vergessen. Aber ich denke mal von Co. So wie das Design aussieht. Ich gehe den Lower Speed ein. Pflanzen-Nexomon wird einfach reingeholt und sofort ausgewechselt und stirbt einfach eiskalt. Das tut mir eher schon leid. So, könnte so einen Angriff machen. Was? Naja, wie auch immer. Verletzen kann mich aber trotzdem nicht. Ich kann doch nicht mal die Kälte spüren. So, wie traurig. Pass auf dich auf hier. Wir leben in einer schwarzen Zeit. Hier in der weißen Gegend. Die wilde Nexomon hier könnte Frost verursachen. Ein schrecklicher Statuseffekt. Ich hoffe, du bist darauf vorbereitet. Ja, die Temperatur zeigt nur ziemlich wenig an. Hier gibt es so viele Banditen wie nirgends woanders. Die Gilde kann kaum noch mithalten. Es ist gefährlich, hier draußen ein Haus unter freiem Himmel zu haben. Aber wir müssen die Tämmer hier unterstützen. Bleib so lange hier, wie du willst. Psycho-Pfeife. Hey, ich bin sowieso Psycho.
eigentlich ist das Bett recht klein. So viel Kampel, da feiert schon wie hier in den Eisgebiet. Aha. Hab dich erwischt, neuer Ertrag. Balko. Ja, das Haus ist wunderschön, nicht vereist. Okay, diesen Abschnitt hier noch, also Screen kann man sagen. Und dann bin ich halt wegen der dringenden Aufnahme. Hey, du Idiot, bist du einer dieser Räuber? Hm? Mich kannst du nicht reinlegen. Nein, Typen wie du streifen immer durch diese Gegend und suchen nach Leuten, die sie ausrauben können. Damit ist das Schloss. Ein Mistkäfer. Man könnte auch sagen Steinkäfer. Also so oft wie das hier vorkommt bei den Themen, sollte man denken, damit es halt hier und üblich ist. Aber nein, es gibt es ja nur ein paar Maya, soweit ich mein ausgerüsteten Verstand halt noch richtig ist. Ich nehme an, du bist wirklich keiner dieser Diebe. Hey, schau mich nicht so an. In diesen Bergen wimmelt es voll Räubern. Jemand muss sich doch mit ihnen abgeben. Oh, ein bisschen hast du recht. Aber wer sagt denn, damit du das machen musst? Ich hab's gesehen gehabt. Diese Stadt hier, sie wurde durch einen Tyrannen die Wahl vernichtet. Die Menschen haben so zu viel Angst, hierher zu kommen und zu trainieren. Aber ich fürchte. Aber du fürchtest dich doch nicht, oder? Komm schon, lass uns trainieren. Zur Not muss ich dich einfach als Ausdauerregenerator nutzen. Okay, nutze ich als Regenerator. Blim Papa. Okay. Thank you.
Das war ziemlich gut. Du beherrschst deine Technik. Ich sollte mir eine neue Strategie überlegen. Wie wäre es irgendwann mit einer Revanche? Grunde gar nicht. Okay, das scheint wirklich hier alles zu sein. Weil ich ja heute noch zu tun habe, habe ich mich auch entschieden, halt hier Döte nur zu machen. Ich wollte nur sehen, was da noch Grasbüsche war. Aber nein, jetzt muss nur hier die Wurm sein, mal wieder. So, dann verabschiede ich mich mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, bliblablub. Und ja, wenn ich wirklich mal alle Begleiter habe, werde ich auch meinen Favorit auswählen. Im Endpart auf jeden Fall. Also da, wo ich nur noch die restlichen Next Morning Gebieten, wo schon war, einfach nur noch abhole. Hauptsächlich B von bestimmt. Also zum Beispiel, ja, ich sag mal so, nehmen wir jetzt mal einfach mal Rakazuma, war ja mein Mara. Und ich sag mal so, Mara, dann zum Beispiel, wenn ich dann ein Mara von einer anderen Stufe, die ich bisher noch nicht bekommen habe, ich halt, ja. Oder Babystufe, egal. Man hört und schaut sich. Wenn Nexomon 1 gesehen hat, weiß, wie ich es meine. Bye bye!